Yo Leute, welcome back to Geometry Dash. Im letzten Part haben wir die Mario Level gezockt. Das war ein ganz cooler Level und in diesem Part will ich ein bisschen andere Leute erforschen, die gar nicht mal so weit weg sind von Mario verwandt her gesehen. Nämlich Donkey Kong. Donkey Kong ist cool. Donkey Kong macht Spaß und das Level hier habe ich schon jetzt öfters probiert. Ich wurde nur immer wieder unterbrochen. Und deswegen zocken wir hier jetzt Donkey Kongs Level. Teste das erste Level. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt schon ein bisschen besser bin in dem Level. Das ist, ja. GG. Das ist richtig GG. Er hat einfach mir das gesagt. Donkey Kong ist eh so eine Sache, ne? Weil Donkey Kong, von dem haben wir jetzt schon relativ lang nichts mehr gehört. Donkey Kong kam ja seit der Switch, nicht seit der Switch. Donkey Kong kam ja seit dem, ne, falschen Weg gegangen. Donkey Kong kam ja seit Tropical Freeze eigentlich nicht mehr vor, wirklich, ne? Donkey Kong hatte dann keinen Auftritt eigentlich, oder? Ja, Smash, ich weiß jetzt gar nicht, welches vorher kam. Nachher kam, aber... Donkey Kong ist halt relativ selten vertreten und ich weiß nicht warum, weil ich meine, ursprünglich war ja Donkey Kong der Rivale von Mario. Also hier bestens verglichen mit diesem Spiel hier. Da war ja Donkey Kong der Rivale von Mario, beziehungsweise Jumpman hieß Mario hier noch. Und Donkey Kong ist dann aber einfach irgendwie aus der Bildfläche verschwunden, seit Bowser da war, also zumindest vor allem was Mario-Universum angeht. Da ist DK jetzt irgendwie gar nicht mehr wirklich am sagen, sondern nee, Bowser. Und jetzt kommt hier eine ziemlich coole Stelle, bei der man möglichst nicht in irgendwelche Teile reinfliegen sollte, aber egal. Hey! Donkey Kong! Und Donkey Kong, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn auf das Switch rauskommt, weil Donkey Kong ist ja an sich ein echt cooles Franchise. Es hat richtig schöne Level, also ich liebe immer dieses Design von den Donkey Kong Leveln. Und es ist auch eine richtig schöne Challenge, weil Donkey Kong Level sind ja, also überhaupt Donkey Kong Spiele, sind bei weitem keine leichten Spiele. Also Mario ist deutlich leichter wie Donkey Kong. Aber Donkey Kong hat trotzdem eine geile Atmosphäre, also ich mag es. Donkey Kong ist richtig cool. Und, wow, da wäre ich fast gestorben. Aber jetzt kommen wir wieder zu dieser komischen Flugstelle mit der Musik. Dum, 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 dum. Wow, das war knapp. Yeah, wow. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt kommen coole Stellen. Level 5. Level 5 hat doch auch Yo-Kai Watch entwickelt. Das war, glaube ich, Level 5. Übrigens habe ich auch beschlossen, dass wenn ich ein Level oft genug nicht schaffe, dass ich es im Practice-Mode mit euch durchzocke, um trotzdem euch zu zeigen, was man da so machen kann in dem Level, weil... Und auch zu zeigen, was das Level noch zu bieten hat, weil... Mich interessiert es auch teilweise, was die Level noch so zu bieten haben. Und euch bestimmt auch. Und wenn ich das dann wenigstens im Practice-Mode zocke, also habt ihr es überhaupt gesehen. Aber... Wir probieren es jetzt erstmal noch, sagen wir, 3 Versuche. Ja, wobei ein bisschen öfter noch. Der Part ist ja noch jung. Und ich wäre gerade fast auch abknippelt. Jung. So. Dum, 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 dum. Die Musik hier ist echt cool, muss man sagen, in diesem DK-haften Level. Wow. Level 5. Jetzt bitte nicht so sterben, ich mag halt UFO nicht, müsst ihr wissen. Ihr wisst es ja auch. Ich bin immer schlecht mit dem UFO, warum auch immer. Da bleibst du einmal an der Kante hängen und das ganze Ding stürzt ab, wie wenn es einen super kritischen Schaden genommen hätte. UFO setzt Anstoßen ein. Das ist sehr effektiv. UFO wurde besiegt. Übrigens fällt euch auf, dass ich auch einen neuen Würfel habe. Der sieht ganz cool aus. Der ist so... Irgendwie wie so ein Kreuz ist da in der Mitte, glaube ich. Und dann ist noch so ein... Stern geformtes Teil drumherum und dann sieht es in der Mitte aus wie so ein cooler grüner Stern. Eigentlich ganz cool gemacht. Jetzt geht's wieder zum Flugpassage. Dum, dum. Da, ich bin enttäuscht von dir, Thundervogel. Ich bin besseres gewohnt von dir. Aber heute soll es dann nicht nur noch um Donkey Kong gehen, aber... Heute will ich eigentlich nur dieses Level für Donkey Kong bringen, weil Donkey Kong ist, habe ich gesehen schon online, da gibt es nicht so viele gute Level von Donkey Kong. Leider. Und die Level, die vielleicht gut wären, ist das Problem, da ist so eine Musik von Donkey Kong, die ist, glaube ich, richtig cool, aber wie schon wir manchmal auf geometrisch, also überhaupt ein geometrisch erfahren mussten, vor allem wir geometrisch Spieler, sind manche Musiken dann plötzlich gesperrt worden. So zum Beispiel auch so eine andere Musik, eine relativ bekannte, wie hieß die jetzt? So eine
Ah ja, genau, Spooky Scary Skeleton. Kennt ihr ja bestimmt auch. Ist gesperrt worden dann. Nach einer Zeit. Keine Ahnung warum. Hat sich halt der Creator der Musik gedacht, nee, ihr dürft es nicht usen. So, jetzt sind wir endlich mal hier durch. GG. So, Level 7. Weil wir einfach das eine geskippt haben. Keine Ahnung. Ich habe jetzt mal auf die Starcoin verzichtet. Weil mich interessiert es jetzt mehr, dieses Level zu schaffen. Ist ja doch ganz cool. Wie so eine Katze. Level 8. Da gehen wir einfach die Wege, die einem empfohlen werden. Dann hat man da eigentlich keine Probleme. GG, Charmander. Also, Glumanda. Von Pokémon. Ja, keine Ahnung, warum der da war. Aber cool, wir haben das Level geschafft. Ja, yeah, kriegen wir 5 Sterne. Und ein paar Orbs. Ist ein ganz cooles Level. Hat noch keiner sonst geschafft. Ey, ich hab 100%. Danke. Und es ist auf jeden Fall ein cooles Level, wie ihr gesehen habt. Aber heute soll es dann noch auch um andere Sachen gehen, nämlich zum Beispiel das gute alte Splatoon, was jetzt zurzeit ein heißes Thema ist, weil Splatoon ja auch der zweite Teil auf der Switch rauskommen soll und so, und deswegen ist es eigentlich ein sehr krasses Thema. Schauen wir mal, was dieses Splatoon-Level zu bieten hat. Diese Musik werden doch bestimmt einige erkennen, oder? Also Splatoon-Fans vor allem. Und was Splatoon angeht, dieses auf der Switch soll ja im Sommer erscheinen, das ist ja mittlerweile schon klar. Aber wann genau nicht, das steht allerdings noch nicht fest, ob es jetzt Juni, Juli oder so ein Zeug ist oder August. Auf jeden Fall, ja, vielleicht sogar Mai, aber ich glaube eher nicht. Ich denke, tipp eher auf Juni oder Juli, kommt's raus. Auf jeden Fall ist natürlich die große Frage, wie wird der Story-Modus zum Beispiel in dem Spiel? Wie wird der Online-Modus? Gibt's da neue Battle-Modis? Oder Waffentypen sind sogar schon ein neuer gezeigt worden, diese Double-Shooter, also so Doppelpistolen. Das ist ganz cool gemacht eigentlich. Und ja, ich werde hier definitiv eine Epileptiker-Warnung ins Video reinschreiben, weil das würde keiner aushalten, der gegen so bei sowas anfällig ist. Schaut euch die Sägen an, das kann man ja nicht aushalten. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Waffentypen, aber ich hoffe auch auf neue Kampfmodis. Was ich mir als Splatoon schon immer gewünscht habe als Kampfmodi, ist so ein Standardmodi, der in so ziemlich jedem Splatoon vertreten, nicht in jedem Splatoon, in so ziemlich jedem Shooter vertreten ist. Nämlich so ein Kill-Modus, wer zuerst so und so viele Kills hat, welches Team. Was haben wir hier? Einen türkisen Squid. Einen grünen Squid. Einen orangenen Squid. Einen roten Squid, aber ich glaube, rote Squids gibt's gar nicht. Dunkelblauer Squid. Türkiser Squid. Nochmal irgendwie, keine Ahnung. Gelber Squid. Und nicht türkis, rosaner Squid. Und lilaner Squid. Und ihr seht, das Level ist eigentlich relativ kurz. Bei Shadow. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall, auch wenn es kurz ist, aber es ist cool gemacht, das Level. Aber ich verstehe nicht, warum sowas dann auf normal gewortet wird, wenn es aber Automatik ist. Warum, Leute? Warum? Schauen wir uns doch mal das Level hier an, Splatoon, also Theme of Splatoon. Das haben wir noch nicht gespielt. Was kann dieses Level? Ist das jetzt auch Automatik? Ich glaube nicht. Oder auch doch. Ja, okay, ich glaube, es ist auch Automatik. Und hier werden nochmal die ganzen Inkling-Artworks gezeigt. Da war aber sogar so ein Inkling zu sehen, cool. Und ein Inkling-Boy. Wieder Inkling-Girl. Mit Sniper, glaube ich, war das gerade. Ach, Sniper ist so eine schlimme Klasse in Splatoon, kann ich euch sagen. Also ich kann mit der nicht umgehen und die ganzen Leute killen mich immer mit dem Teil so oft. Schwarzer Squid existiert zwar nicht, aber es wäre cool, wenn sie vielleicht auch solche Farben einfügen, neue. Kann sein, dass er gerade zu dem Beat die so macht. Oh, da stand Nintendo ziemlich cool geschrieben. Ich glaube, der macht echt zum Beat so ein bisschen diese Felder hin. Warum bin ich jetzt bei 84 gestorben? Vielleicht, weil ich zu Anfang so Zeug gedrückt habe. Ich drücke jetzt mal gar nichts. Wenn wir dann nochmal sterben, dann ja, dann kann ich nichts mehr dafür.
Dann bin ich unschuldig, Leute. Aber wenn wir jetzt nochmal sterben, dann ist es ein Fail von Automatic Level. Soll nämlich ein Automatic Level eigentlich sein. Sollen wir eigentlich hier so eine Art Squid darstellen, dass wir auch so durchschwimmen, so jetzt durch die blaue Tinte und durch die orangene Tinte und so Zeug? Wäre cool. Nee, aber eigentlich könnte es daran nicht liegen, weil hier zum Beispiel jetzt, wenn man hier so entlang rennt, da ist ja alles egal. So bin ich auch entlang gerannt vorher. Eigentlich kann es nicht daran liegen. Also ich drücke nochmal gar nichts. Wenn es jetzt nochmal fällt, dann schade, weil das Level ist an sich eigentlich ganz cool, aber bei Automatik-Leveln kann man auch schlecht immer, also zumindest bei solchen krassen, selbst was drücken. Jetzt hat's geklappt. Okay, komisch. Lol, warum hat der zu crazy geschaut, der da? Ja, cool, dass es doch nochmal geklappt hat jetzt am Ende. Aber ich weiß nicht, warum solche Level bitte auf normal gewotet werden. Es ist ein Automatik-Level. Es hat zwar einen Bug, aber es ist trotzdem ein Automatik-Level. Okay, dann zocken wir mal das hier. Das hat nämlich diese coole Musik. Diese Musik hier ist cool. Bei der Musik kriegt man zwar immer ein Copyright, aber diese Musik ist einfach zu cool. Deswegen ist es mir egal. Nämlich ist diese Musik soll auch, glaube ich, so an Splatoon angelehnt sein, aber naja. Ihr seht, das Level war nichts. Ich weiß allerdings nicht, warum dieses Level auf schwer gewortet ist, glaube ich. Die Musik ist cool, oder? Gibt's zu. Aber ich glaube, die können wir in einem anderen Level nochmal mehr genießen. Warum ist es auf hart gewotet, Leute? Warum? Das ist nicht schwer, dieses Level. Ja, ne, es hat keine Splatoon-Musik. Nehmen wir doch mal das da. Mal sehen, was das hat. Splatoon Metal vs. Melody. Darf man den Song nutzen? Ja, darf man, okay. Ja, Splatoon 2 wird auf jeden Fall eine coole Sache. Wow! Was ist das für eine Musik? Das ist ja eine mega ultra heftige Version des Revierkampf-Musik, glaube ich. Ja, ich erkenne die Musik so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja, das ist schon Revierkampf-Musik, aber. What the hell ist das? Ist auch strange. Das ist sehr strange, das Level. Muss ich jetzt irgendwann selber was machen oder nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, jetzt schon wieder so ein Bug. Ich mag diese Bugs nicht. Mal sehen, ob das ein einmaliger war oder nicht. Ich weiß nicht, sollte man da auch eine epileptische Warnung reinmachen? Das ist ja auch ganz schön viele bunte Farben auf einmal manchmal. Nicht, dass ich am Ende noch von irgendeinem, der das hat, Ärger kriege. Ich glaube, ich mach's mal zur Sicherheit. Aber das ist nicht so schlimm wie das andere auf jeden Fall. Also ich drück nichts, Leute. Ich bin ganz still. Und wir sliden hier auch wie immer entlang. Also werden wir sehen, ob es nur ein einmaliger Fail war oder ob es jetzt wiederkommt. Ich drück nichts, Leute. Ich drück gar nichts. Das ist auf jeden Fall Splatoon-Musik, das erkennt man, aber ich will jetzt lieber nichts drücken, nicht, dass ich ganz leicht dagegen komme. Komisch, warum fails immer bei einem Mal und dann klappt's danach? Das ist irgendwie strange. Also das war mal eine sehr crazyhafte Musik von Splatoon, finde ich. Warum ist das auf hart gewotet, Leute? Es ist ein Automatik-Level. Meine Fresse, ich verstehe diese die Community teilweise nicht. Okay, dann zocken wir jetzt mal Splatoon Squid. Da, da. Ah, hier ist die Musik ganz drauf. Die ist cool. Ja, yeah, schaut mal, voll geil. Man wird sogar von so Zeug geschossen, so von diesem Farbe. Und da war gerade ein Squid, glaube ich. Wow, wow, schießen die mich ab? Ja, wie geil ist das denn gemacht? Die schießen einen ab. Epic. Get ready. Wow, what? Da bin ich jetzt nicht wirklich dran gestorben. Hier seht ihr, die ganze Farbe ist voll cool, aber dieses Teil hier verstehe ich nicht. So ein komischer. Ach so, vielleicht soll das ein Roller darstellen. Ja, die haben mich gerade erschossen mit ihrer Farbe.
Was soll ein Roller da stehen? Klar, weil hinter uns wird alles orange. Ist ja geil gemacht. Das ist cool. Bitte nicht, ich will nicht gesplattert werden. Ja, sie haben mich einfach voll durchfahren. What the fuck? Das ist ganz schön strange. Yay, wir fliegen voll viel. Nein, bitte nicht. Nein, ich will nicht gesplattert werden. Boah, da habe ich sie gerade durchgekillt und das soll der Geist sein, der von denen hochfliegt, gell? Voll geil. Die Musik ist echt cool. Habe ich auch in einem meiner Level eingebaut übrigens. Und die Orangen haben gewonnen. Yay, wir haben ja für die Orangen gekämpft, habt ihr gesehen mit dem Roller. Das ist doch auch cool. Auf jeden Fall ein cooles Level. Kann ich noch was zocken? Sega Genesis Splatoon Final Boss Theme. What? What? Schauen wir mal an. Mal sehen, was dieses Level kann. Ja, das ist die Musik. Boah, die Musik ist so nice. Das ist zwar natürlich ein Remix, ist klar, aber die Musik ist so nice. Boah, die Musik ist so nice. Och komm, was sind das für komische Stellen? Ach, es ist ein Automatik-Level. Okay, es ist kein Automatik-Level. Aber das sind voll doofe Stellen. Boah, die Stellen sind voll doof. Ja, okay, das war RIP-Modus. Boah, die Musik ist aber cool, das will ich schaffen, das Level. Und wenn ich es nur im Practice schaffe. Weil, wie gesagt, wenn wir Level nicht schaffen, zocke ich sie mit euch im Practice. Ach komm, was sind das für eine komische Crap-Stelle? Ich weiß nicht, wie man die überwinden soll. Solche Stellen sind immer so doof, wo man solche komischen Mini-Treppen baut, wo... Solche hier, genau. Da, wo du einfach Block neben Block setzt. Und das ist voll doof immer. Weil man da keine wirkliche Taktik haben kann, wie man drüber jumpen kann. Seht ihr, jetzt bin ich gerade ganz woanders aufgekommen. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt können wir noch ein bisschen mehr von der Musik genießen. Nein, nochmal solche Plattformen. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht mehr witzig. Och, komm. Einmal noch konzentrieren. Okay, ich bin einen Run jetzt still und wenn ich dann faile, dann machen wir Practice Mode. Einen richtigen Run. Ein Albtraum, diese Stufen. Da erkennt man halt den Unterschied von guten Leveln und nicht so guten Leveln. Ich meine, allein schon der Hintergrund und der Untergrund und so. Das hat ja schon fast so ein Levelniveau wie meine Level. Aha, schaut, jetzt sind wir einfach gestorben. Aber die Practice-Musik ist auch cool. Und mir ist es auch, glaube ich, besser, einfach nichts zu drücken bei diesen Treppen. Es ist jetzt die ganze Zeit nur solche komischen Treppen. Was ist denn das? Sehr voll langweilig. Und ein paar bunte Blöcke halt, ne? Und dann halt Splatoon geschrieben. Ja, okay. Das war's auf jeden Fall mit dem Part von Splatoon. Das ist, ja, normales Level. Kann frustrierend sein ein bisschen. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schreibt mir eure Meinung, wie ihr das findet, dass DK so in Schatten von Mario rückt oder in Schatten von Bowser besser gesagt, weil er war ja ursprünglich böse. Aber auch jetzt ist er ja gut, deswegen ist er sozusagen im Schatten von Mario. Und wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ihr könnt auch einen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Und schaut auch mal bei meinen anderen Let's Plays vorbei, vor allem bei solchen coolen Let's Plays wie Splatoon oder so. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt
Geometrie Dash, Leute. Wenn wir wieder hier mit unserem Würfel entlang dashen und uns aufregen oder freuen. Wartet mal, ist eigentlich nicht schon. Ah ja, ich kann die Box noch mit euch öffnen, cool. Yay. Also wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder hier rumdashen. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und wie oft habe ich das jetzt gesagt? Bis zum nächsten Mal. Also, ciao, euer Andy Gamer.